Luca-Pass von Oberdorf auf Bühl. Die Angreiferin vom FC Bayern München hat einen Plan. Und der geht auf. 1:0 in der 19. Minute. Bühl mit Wucht. So wichtig dieser Treffer für das krisengeschüttelte Team. Deutschland lässt nicht nach. Auffällig die Spielfreude, der Zug zum Tor. Nüsken, 4:1. Die Angreiferin vom FC Chelsea zur zweiten Hälfte eingewechselt. Ihr Schuss von Roberts unhaltbar abgefälscht. Aber die DFB-Frauen erhöhen minütlich den Druck. Oberdorf ist das. Auf Schüller, ganz knapp vorbei. Aber der Pfiff, gut zu hören, Strafstoß fürs deutsche Team, absolut zu Recht. Ivers Dottier räumt Schüller da richtig ab. Julia Gwin, wie schon zuletzt gegen Wales, eiskalt. 0:1, die hochverdiente Führung in der 65. Minute. Julia Gwin bleibt cool in der Kälte von Reykjavik. Die Münchnerin zum dritten Mal in Folge erfolgreich vom Punkt. Guckt die Keeperin da ganz locker aus. Die Deutschen brauchen aber nicht lange, um mit diesem Spiel warm zu werden. Knapp 15 Minuten gespielt, Bühl legt ab für Linda und die legt auf für Alex Popp. 1:0 für Deutschland, 14. Minute. Das ist ein feiner Pass von Bühl, gut gesehen von Linda. Alex Popp gewohnt souverän. Aber mal ehrlich, so frei darf man eine der besten Kopfballspielerinnen der Welt doch nicht an den Ball kommen lassen. Jedenfalls aus deutscher Sicht ein super Start. Deutschland mit hohem Pressing gut zu sehen. Dann der Ballgewinn durch Gwin. Es geht schnell, die eingewechselte Dallmann und wieder Schüller. Wie einst Rubesch das Kopfballungeheuer. 2:1, 46. Minute, das DFB-Team wieder vorn. Dank dieser gelungenen Münchner Kombination. Aber sie brauchen ohne die verletzte Kapitänin Popp noch mehr. Bal draait net overal zijn wielen heen. En dan komen de Duitsers zelfs op voorsprong. Het is onvoorstelbaar in deze wedstrijd. Eigenlijk geen kans gehad. Nederland moet met 2-3-0 voorstaan. Maar het is 0-1. Daar zat Lohmann te vrij. En notabene Berestijn bij haar in de buurt. Dat is Berestijn die voor 1-0, 2-0 en misschien ook wel 3-0 had moeten zorgen.